Hallo meine lieben Schnitzelchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen heute Lacey's Wardrobe, ein Spiel, das mir in der Suggestion Box empfohlen wurde. Ich habe keine Ahnung, worum es bei dem Spiel geht, aber es sieht aus wie eins dieser typischen Ankleidespiele von Spieleaffe. Aber es hat wohl auch so einen Horror-Touch. Zumindest hat es den Horror-Tag bei Steam. Also lassen wir uns überraschen und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten einmal. Lacey ist heute sehr beschäftigt. Am Morgen will sie ein Picknick im Park machen, dann will sie nachmittags einkaufen gehen und am Abend hat sie ein Date mit einem süßen Typen. Oh Mann, das einzige Problem, das sie hat, ist, dass sie nicht weiß, was sie tragen soll. Kannst du Lacey helfen, sich anzuziehen? Natürlich. Okay, da haben wir die Lacey und eine sehr hässliche Puppe mit nur einem Auge. Und wir können ihr jetzt Haare geben und Klamotten. Ich würde sagen, ich gebe ihr einfach mal für das Picknick ein Sommeroutfit. Ja, das sieht gut aus. Fertig, oder? Fehlt noch was? Ach, Accessoires können wir auch machen. Und ein Schleifchen. Jetzt können wir. Sehr schön. Jetzt ist sie picknicken. Was stand da gerade? Da war doch gerade so ein kleiner roter Text. Ich habe das genau gesehen. Ich konnte aber so schnell nicht lesen. Okay, gut. Wir gehen jetzt einkaufen, was auch immer das war. Zum Einkaufen gebe ich ihr mal eine Jacke. Können Sie bitte später anrufen? Ich habe nur ein Schlüppi an. Ich bin noch nicht ready, okay? Okay. Have a good time tonight with you, Lacey. Tonight. Bye-bye. Bye-bye. Tschüss, Mama. Das war meine Mama, Freunde. Ja, die hat Asthma, ne? Die ist immer ein bisschen aufge... Oh mein Gott. Hi, Mama. Mama ist da. Mama, ich habe noch keine Hose an. Oh Gott, ich will hier weg. Ja, das sind doch schöne Schuhe hier zum Einkaufen. Und eine Brille, damit ich die Preise besser lesen kann. So, fertig. Cool, wir sind einkaufen. Yay. Ah, unsere Haut ist verschwunden. Er wird mich töten. Wer? Mama? Nein, Mama ist lieb. Okay, und nu? Für was mache ich mich jetzt fertig? Für das Date, ne? Ja, hat es... Oh mein Gott, ich dachte gerade, es ist bei mir drin. Es hat geklopft. Im Spiel. Oh Gott, ich will das nicht, ich will das nicht. Ich gehe schlafen. Ich gehe ins Bett. Ich will kein Date. Ich will kein Date. Ich gehe ins Bett. Nein. Mach weiter. Ich will das nicht. Hier, zieh dir eine Hose an. Nein, bitte. Mutti, ich habe ein Date. Bitte geh. Hör auf, mich anzurufen. Mutti, hast du keinen Zweitschlüssel? Lass mich doch bitte hier, ich brauche meine Sonnenbrille. Wow, mein Gott, ist das hässlich. Kann ich mich umziehen? Egal, ich mach weiter. Was hast du getan? Wieso, was habe ich getan? Ich habe mich angezogen. Was habe ich denn getan, Lacey? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob ich das auf YouTube zeigen darf. Wahrscheinlich aber schon. Hey, Mama! Geht's dir gut? Ich hatte heute ein Date. Ich habe sie aufgegessen. Und jetzt werden wir für immer zusammen sein. Wow, cool. Ende 1 von 6. Oh! Oh, okay. Ich dachte, wir spielen das halt einmal durch oder so. Anscheinend haben wir mehrere Enden. 6, um genau zu sein. Ich weiß aber nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt machen soll. Laden. Können wir hier speichern? Text Speed. Aha. Können wir hier speichern?
Ich habe keine Ahnung, wie. Okay, wir machen das nochmal. Ich weiß halt nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe. Ich schätze mal, dass es irgendwas mit dem letzten zu tun hat, weil hier hat sie ja nichts gesagt, oder? Ich versuche jetzt mal den roten Text. Oh mein Gott. Der Typ ist da hinten bei den Bäumen. Oh Gott. Ich liebe dich, stand da. Oha. Okay, wir haben einen Stalker. Ich weiß... Hör auf, mich anzurufen. Ich will das nicht nochmal. Können wir das skippen? Ja, auch atmet. Oh. Puppe, beschütz mich. Wirf das Auge auf ihn, das eine, das du hast. Oh Mann. Lacey, was ist da los? Warum stören die mich hier immer beim Anziehen? Oh, es ist so ekelhaft. Wie können wir denn jetzt eigentlich speichern? Okay, mit Escape. Save. Wir speichern mal hier. Ich denke mal, bis hier war noch alles in Ordnung. Wir geben jetzt wieder Klamotten. Hier meine Sonnenbrille zum Einkaufen. Wichtig und richtig. Hilf mir. Er wird mich töten. Oh Mann, Lacey. Hier nochmal speichern. Und jetzt müssen wir halt Klamotten finden, die uns wahrscheinlich dabei helfen, weiterzukommen. Also ich glaube, eben hatte ich ihr die gegeben. Sonst gebe ich ihr jetzt die. Oh, dieses Klopfen. Ich hasse es. Ich denke immer, das ist bei mir im Raum. Und ich gucke immer direkt zu meiner Zimmertür. Ey, mich irritiert das total. Hier. Lass mich mal. Bitte. Hier. Jogginghose. Passt aber nicht irgendwie. Ich brauche noch Schuhe. Vielleicht bin ich auch zu langsam. Kann ja auch sein. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein unangenehmes Spiel gespielt, ey. Oh, ist das eigentlich der Typ, mit dem wir uns treffen wollen? Oder ist das ein anderer? Okay, ready. Was machen wir überhaupt hier? Mitten auf der Straße? Okay, das war auch nicht richtig. Widerlich. Einfach nur widerlich. Okay, ich würde sagen, ich probiere jetzt mal ein bisschen rum. Okay, da bin ich wieder. Ich habe tatsächlich einmal gegoogelt, weil ich so gar nicht weitergekommen bin. Wir müssen uns einmal so ein bisschen tarnen hier anscheinend. Also probieren wir es nochmal. Okay, und jetzt haben wir es geschafft. Ist wahrscheinlich auch cleverer, wenn wir hier verfolgt werden, dass wir uns irgendwie so ein bisschen umziehen, dass er uns nicht mehr erkennt. Es scheint, als ob Lacey State sie nicht finden konnte. Okay, der Stalker ist also wirklich unser Date gewesen. Wie schade. Aber mit ihrer besten Freundin abzuhängen, macht die Sache wieder gut. Deswegen musst du Lacey ein Outfit raussuchen, das total aufregend und aufmerksamkeitserregend ist. Ihre Freundin muss sie ja leicht im Café finden können. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal was Farbiges. Hi. Ich meine... Oh Gott. Wow, ein Geschenk. Jemand hat dir ein personengroßes Geschenk an der Tür hinterlassen? Was? Wollen wir das haben? Ja. Das ist bestimmt ein neues Dakimakura von Lien. Ich freue mich. Oh, der DHL-Bote bringt es mir höchstpersönlich. Cool. Wow, das habe ich verkackt. Zwei Tode! Nein, Lacey, es tut mir leid. Ich dachte, das wäre ein cooles Geschenk. Okay, ich habe dich gespeichert. Oh, verdammt. Okay, dann sehen wir uns gleich auch mal wieder. Da sind wir wieder. Diesmal werde ich das Geschenk nicht annehmen. Okay, wir brauchen aufmerksamkeitserregende Klamotten. Nein, ich will das Geschenk nicht haben. Nein! Bitte nicht! Hier, die Schuhe. Mensch, da wird sie uns doch leicht erkennen, oder? Yay! Oh, wir haben aber eine süße Freundin.
Lacey hat eine Einladung erhalten von ihrer Freundin. Sie soll an einer Themenparty teilnehmen, alles in Rot. Und weil du guten Geschmack hast, hilfst du Lacey, damit sie die wunderschönste Frau auf der Party wird. Und vergiss die Accessoires nicht. Okay, alles in Rot. Oh Gott. Ja, ist okay. Alles in Rot. Ah, Gott sei Dank. Hä? Wo ist es? Hier. What? Wieso kann ich das nicht auswählen? Hallo? Hä, was war denn mit dem Oberteil? Warum konnte ich das rote Oberteil nicht auswählen? Das war total gemein. Lacey, es tut mir leid. Ja, tut mir leid, Lacey. Ich bin hier total überfordert. Okay. Also, wir sollen uns mit unserer Freundin treffen. Nein! Lass mich in Ruhe. So. Jetzt wird sie uns erkennen. Okay, und hier sollte ich mal lieber speichern, ne? Okay, alles in Rot. Alles in Rot. Warum kann ich denn das Top nicht auswählen? Mann, was soll das? Ich verstehe das nicht. Wie kann ich denn das Top auswählen? Nochmal laden. Egal, ich mache jetzt einfach weiter. So, jetzt geht es. Leck mich doch. Was soll ich machen? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, gib mir doch irgendein Accessoire. Ready. Oh, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Und wir sehen ganz niedlich aus. Das ist ein Bonus. Die Party war großartig. Eine perfekte Nacht dank dir. An diesem Morgen muss Lacey zu der Beerdigung ihrer Freundin? Und wir sollen ihr ein tolles Outfit heraussuchen, damit sie ihr auf Wiedersehen sagen kann, dieser Schlampe? Was? Wer ist gestorben? Was habe ich verpasst? Okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es ist eh alles grau, also denke ich, dass es egal ist. So, fertig. Hier noch einen schönen Hut. Yay! Wer ist gestorben? Lacey ist schon früh angekommen. Und du musst dafür sorgen, dass sie ihre Freizeit gut nutzt. Und sie soll dem Einbalsamierer, also dem Bestatter, helfen, Lacys Freundin anzukleiden. Und wir sollen dafür sorgen, dass sie für immer schön aussieht. To hell, zur Hölle. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich bin auf so vielen Ebenen verstört, Leute. Ich möchte einfach nicht mehr darüber reden. Hier ein Badeanzug. Ja, toll. Wir geben ihr mal schöne Sachen. Was zum Geier? Oh! All ihre Freunde und Verwandten sind da. Mensch, das war ja eine liebevolle Familie. Okay, und nun? Gehen wir jetzt ins Bett, oder? Ja, und dann ist spontan ein Waldbrand ausgebrochen. Wer kennt's nicht? Schuhe brauchen wir nicht. Okay, warum? Warum? Was will das Spiel von mir? Ich bin so überfordert. Okay, nochmal. Oh shit, nicht das nochmal. Ich muss öfter speichern. Schnell, 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 schnell. Lass mich gehen, bitte. Lass mich raus aus dieser Hölle. Okay, jetzt gehen wir wieder zur Beerdigung. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich hier noch zu sagen soll. Ganz ehrlich. Das ist so abgefuckt. Wir speichern mal. Lag es jetzt am Outfit? Das war doch okay, oder nicht? Ich gebe jetzt den Badeanzug. Hier und ein paar Sneakers. Und eine Perlenkette.
Es scheint, als ob die Familie deiner Freundin das Outfit nicht mochte. Komisch, verstehe ich gar nicht. Und Lacey wurde von der Beerdigung rausgeworfen und sie geht früh nach Hause. Und kein Waldbrand. Cool. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Für was kleide ich mich jetzt an? Hey, was denn? Warum hat sie eine Glatze? Kann ich ihr eine Glatze geben? Hi. Ja, hi. Ich will noch mal die Glatze sehen, bitte. Was ist dein Name? Ich heiße Tora, aber bald habe ich nur noch eine Nummer von der Psychiatrie, in die sie mir stecken werden. Was? Lacey, bist du das oder ist das der komische Stalker? Hier, ich zieh dir was Schönes an. Für was auch immer. Ich weiß nicht, was du jetzt schon wieder vorhast. Nochmal picknicken gehen, okay. Hä? Es ist abgestürzt. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Oh Mann, was habe ich schon wieder falsch gemacht? Ich verstehe das Spiel nicht. Hätten wir ihr jetzt unseren Namen irgendwie schreiben sollen? Vielleicht in die Tastatur? Hey. Ich will die Glatze nochmal sehen, die war super. Glatzenpower. Ja, das gefällt mir. Was ist dein Name? Ich gebe den mal ein. Oh, das hat rein gar nichts gebracht. Hey, was? Hey, wie komme ich wieder rein? Ah, was habe ich getan? Das ist mein Name. Ah, hier, guck mal. Tora. Lacey, bitte lass mich. Ich habe die Musik ausgemacht, damit wir besser sprechen können. Okay. Leg los, Lacey. Ich höre dir zu. Du willst nicht, dass ich leide, oder? Nein? Ich will eigentlich nur das Spiel ausmachen und nie wieder meinen PC anschalten. Nein, ich möchte nicht, dass du leidest, Lacey. Ich will einfach nur gehen. Lacey, mach das Spiel zu. Okay. Ja, mache ich das halt. Und nun? Ich mache das Spiel nochmal an. Okay, Lacey ist fort und wir haben jetzt Tode minus 1. Ja, wir haben Lacey befreit, glaube ich, und damit das Spiel auch durchgespielt. Also, wir haben uns jetzt alle Tode angeschaut und ja, ich brauche jetzt einen Therapeuten. Ich glaube, mein Therapeut braucht jetzt einen Therapeuten. Dann würde ich sagen, was ist mit dem heutigen Let's Play? Ich gehe jetzt unter der Dusche weinen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns beim nächsten, was auch immer ich wahrscheinlich machen werde, wenn ich nicht in der Klapse sitze. Bis dann!